Tornado Stream. Hallo und herzlich willkommen zu einem Tornado Stream. Heute spielen wir wieder Defense Grid. Ich muss jetzt gleich etwas vorwegnehmen. Ich habe hier gerade, bin gerade bei Level 19. Ich habe schon vorher die Müllbeseitigung gemacht. Das Level Müllbeseitigung. Und habe gemerkt, dass das schon ungefähr länger von 20 Minuten. Deswegen habe ich mir gesagt, ich werde nur jetzt die Müllbeseitigung, also Level 18, hochladen. Und ich bin gerade dabei, hier das Versteck zu knacken. Also wirklich, ey, das ist total scheiße schwer. Ich versuche auch nicht irgendwie da mich vorher reinzulesen. Ich versuche das einfach zu schaffen. So. Also, geht das jetzt los mit Müllbeseitigung. Switch mal rüber in die Aufnahme. Und los. So. Wollen wir wieder loslegen? So. Also nochmal von vorne die ganze Scheiße. Wir haben ja völlig gerade eine Nackenklatsche bekommen. Und ja. Jetzt wollen wir mal gucken, ob es bei Anlauf 3 funktioniert. Also nochmal rein in die ganze Sache. Das Erwachen. Ich habe extra das Spiel nochmal neu gestartet. Ich musste nochmal eine Nacht drüber schlafen, weil irgendwie ich keinen Bock mehr hatte, weiterzumachen. Also nochmal die ganze Schose von vorne. Müllbeseitigung. Nochmal zur Story. Die Aliens sind in die labyrinthartigen Ruinen einer Müllverwertungsanlage eingedrungen. Hindern sie sie daran, die Kraftkerne zu stehlen. Also rein ins Getümmel. So, und jetzt nochmal... Ein Messer, mitten in ihr dreckiges Herz. Mit etwas Glück können wir ihre Pläne durchkreuzen. Jetzt heißt es höchste Konzentration. Darauf haben wir gewartet. Ein Messer ins dreckige Herz? Alter Schwede. Also, wir gehen jetzt nochmal ganz sachlich durch. Ich habe ja gemerkt, die müssen den längsten Weg nehmen. Also wir wollen denen ja das Leben schwer machen. Und deswegen werden wir halt... die längste Route laufen lassen, haben wir mittlerweile gemerkt. Ich werde jetzt noch keine setzen, weil sobald ich einen Turm setze, geht das hier gleich los mit den Horden und das möchte ich halt nicht. Also wir haben 1000 und werden natürlich erstmal mit den Geschütztürmen denen die Wege versperren. Also das heißt, ich werde hier zumachen, habe ich ja gemerkt, das ist das Beste. Dann hier zumachen, damit sie hier lang laufen. Dann muss ich, glaube ich, war hier versperren, genau hier, dass sie hier durchlaufen. Hier kriegen sie dann nochmal eine doppelte Packung. Weil ja, hier haben wir ja die Türme. Dann müssen wir hier zumachen. Ja, genau. Dass sie hier hochgehen. Quasi die Kerne klauen. Und dann muss ich dafür Sorge tragen, dass sie halt auf den Rückweg hier lang gehen. Damit sie halt, wenn sie hier lang gehen, kriegen sie nochmal von den Türmen einen auf den Latz. Auf den Latz. Mann. Weil ich will nicht, dass sie hier lang gehen. Also das heißt, ich muss hier auch noch dicht machen. Naja, mal sehen, ob es diesmal klappt. Also, let's go. Genau, ran da. Geschützturm, 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 Geschützturm. Genau. Und hier und da. Jetzt warten wir auf die Sauwanne. Ach, nochmal gucken auf T. Hier war noch eine Fluglinie. Aha. Also müssen wir hier nachher noch irgendwann, oder hier, Kanonentürme aufbauen. Ja, das werden wir so machen. Alles klar, also. T weg, ey, weg. Und beschleunigen mit F. Mit der F-Taste und gucken, was passiert. Mal sehen, ob wir das jetzt beim vierten Anlauf schaffen. Ja. Jo. Sollten wir dann vielleicht auch gleich upgraden. Das habe ich nämlich gemerkt, am Anfang den Schaden machen ist ganz gut. Oh, scheiße. Oh, das war doof. Unsere Energie ist relativ niedrig. Ah, sie dringen durch. Gleich hier dicht machen. Dass die nicht, ja, Geschütztürme. Geschütztürme oder so? Oder auch nicht, weil es falsch. Nee? Oh, Schwenk ab. Der wollte schon da durch. Ich möchte, dass die den langen Weg gehen. Pack. So, genau deswegen will ich ja, dass sie hier lang gehen. Damit sie hier nämlich eine Pause kriegen. Ja. Super. So. Nächste Welle. Wir sind schon in der Angriffswelle 3.
Weg gehen in die Kerne zurück. Ach so, ja, stimmt ja. Oh. So, dann machen wir mal hier zu. Und hier zu. Und dann, wo setzen wir ihn am besten hin? Erstmal upgraden. Hier im Temporal. Ja. Um die ein bisschen langsamer zu kriegen. Konzentrieren Sie sich! Hey, sei jetzt still. Ich gebe schon alles, was ich habe. Na, wird das was? Nutzen wir die Gunst der Stunde. Und nehmen den ersten Rot. Geschütztürme sind äußerst wirksam. Hä? Wo ist denn der jetzt hin? Ich glaube, das war so ein Turtle, oder? Wie den auch sei. Ich hoffe, es klappt jetzt, ey. Der vierte Anlauf wäre doch zum Erbrechen, wenn ich nochmal das machen müsste. So. Gleich noch die nutzen, die... Komm, das schaffst du, oder? Ja. Jetzt die beiden. Ach ja, scheiße, ich darf ja nicht vergessen. Raketentürme. Und Kanone ist ganz gut, würde ich sagen. Los. Macht es euch leicht. Ihr könnt es euch schwer machen oder leicht machen. Ihr habt die Auswahl. Option A oder Option B? Option A, ihr verpisst euch, oder Option B, ich zwinge euch dazu. Okay, hier schon mal wieder ein bisschen upgraden. Hier mal den Radius vergrößern, der Stase. Speicherpunkt erreicht, das heißt also, wenn wir jetzt verkacken, würde ich auf diesen Punkt zurückgreifen. Diesmal, weil ich habe keinen Bock mehr, alles neu zu bauen. Weil ich glaube, der Grund der Taktik ist ganz gut. Also der Grundschliff. Mal sehen, wie weit ich komme. Hier auf Rot machen. Ey. Taste. Los, mach die platt. Mach den platt. Den Rumbler. Rumble in the Bronx. Den auf Rot. Oh, hat funktioniert. Hier könnte man auch noch eine Stase hinballern. Mike auch. Ja, ein Temporal, genau. Und hier gleich upgraden. Ah, klappt aber auch alles mal gerade mal so hier, wa? Ach, scheiße, die Köln, da können die sich ja nur auf eine Seite konzentrieren oder was? Ey! Straße, Gefechtstürme, Geschütztürme hier drüben. Die Temporal updaten. Hier, wenn ich nachher merke, die brechen durch, werde ich hier zu machen, damit sie halt den Weg hier lang gehen, weil dann kriegen sie nämlich von hier unten noch eine auf rauf. Bis jetzt muss ich den Orbitallaser auch noch nicht einsetzen. Ja. Das sind nur Decoys. Mann, komm. Ich schaffe meine Raketentürme das. Wir haben einen unserer Kerne. Ja, und jetzt gucken, wo sie lang gehen. Ah, die laufen zurück. Okay. Ich dachte. Na, hoffentlich reicht das. Ja. War kaputt. Da oben.
die Scheiße. Die Ratten hier, die Walker. Weiß gar nicht mehr die Namen, scheiße. Fußvolk. Mist, nee, 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 du bleib mal hier. Tot! Ist er weg? Ja gut, wir schaffen. Wir schaffen es. Dann kriegen sie aber jetzt auf jeden Fall... Mist, ey, was passiert hier unten? Ganz wichtig. Gut, alles upgraden hier. Scheiße, nicht genug Schotter. Ach, ich könnte ja so einen Kommandoturm bauen. Ich werde das nicht verkehrt. Ja, so ein Kommandoturm. Wo kann ich den am besten hinbasteln? Ach, wie kommt der? Zwei. Erledigen Sie die Mistkerle. Und hier. Wo ist er denn? Der Kommandochen. Kommandotürmchen. Okay, und gleich hier nochmal upgraden. Temporal. Vergrößern. Radius. Oh gut, ich kriege ja von hier auch mal raus. Nein! Alter, du bleibst hier! Nichts, nichts da, Alter! Ich sag's dir hier, Alter! Schützturm! Ohne die Kerne Schieß. Sind wir verloren! Temporal, los! Ich nicht durchbringen! Diese Geschütztürme lassen nicht viel übrig. Mist, Alter, jetzt müssen wir hier müssen wir stark werden. Alter, hier tragen die uns raus. Gut so, wir haben einen Kerl gerettet. Das reicht nicht. Jetzt haben wir los. Ist mir egal. Falschen auch noch gebaut, ich Trottel. Verkaufen. Haben wir welche Welle? 22? Hier werden wir jetzt einfach... Ey, wir bauen das jetzt einfach knallhart durch hier. Hä, hey, was für so eine Ditte? Du gehst nirgendwo hin hier. Oh, nö. Uns geht die Energie aus. Jetzt ist denen das scheißegal, oder was? Oh, verdammt, ey, jetzt. Mist. Oh, verdammt, die tragen so alles raus. Was hab ich denn noch? Geiles, was wir haben jetzt. Hier einfach das alles so baue. Achtung, wir haben nicht. Ich sag dir, nur Geschütztürme. Ist doch total geil.
Geschütztürme, ein paar Kanonentürme und Temporal. Ich glaube, das schaffe ich. Das war auch individuell, aber geschafft. Scheiß drauf, egal. Ich muss mich ganz schön konzentrieren hier diesmal. Ist gar nicht so leicht. Spielen, quatschen, unterhalten. Ist halt so eine Sache für sich. Aber ich kann es mir ja auch leicht machen. Wo sind denn die Krassen jetzt? Ach, da. Ist mir egal, ich hau jetzt hier mal voll einen Laser drin, wa? Oder brauche ich den überhaupt? Mach ich jetzt einfach. Alle aufgelöst. Ding ist geritzt. Ich glaube nicht, dass die noch was ausrichten können gegen diese Übermacht von Geschütztürmen. Sie sind machtlos. Was haben wir denn da? Ein Crasher. Naja, im Prinzip geht das ja auf. Ich habe sie halt hier langlaufen lassen. Ich bin jetzt mal so arrogant, ich habe schon gewonnen. Sie sind hier langgelaufen, ich habe ihnen den Weg versperrt. Sie sind quasi die lange Route gelaufen. Hier sind sie vorbei, das ist halt, dass ich doppelt sie attackieren kann. Und die werden hier nicht durchkommen. Dafür habe ich schon viel zu krass die Geschütztürme hier gebaut. Den upgrade ich nochmal. Siegessicher. Ich bin siegessicher. Schwinde. Raffe hin. Den auch nochmal upgraden. Da kommt doch nichts mehr, oder? Werden hier befeuert von allen Seiten. Hier setze ich jetzt noch mal einen Kommandoturm hin, wenn ich die Kohle hätte. Ey, weg hier. Komm schon, Kommandoturm. Jetzt wird es doch nochmal, glaube ich, interessant. Na, na. Ruhe, tot. Ah, noch ein Kern weg, verdammt. Gewinnen wir doch nicht, die Runde. Doch, 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 doch. Hämmer drauf. Verdammt. Nicht. Was soll's? Gib mir noch mal einen Laser. Geschütztürme sind einfach die Rückseite. Knackt er doch, Dinos, oder? Das war's doch. Der macht den einfach platt, den Crusher hier. Ach, das schafft er nicht. Ah, hat sich doch gelohnt. Ein bisschen in Pöbellaune bin ich. Aber auch wieder nicht viel genutzt, war. Also nicht viel gemacht, also um ehrlich zu sein. Also nur Geschütztürme überwiegend. Dann hier die Temporal mit der Stase. Hier ein paar Kommandotürmchen, um ein bisschen mehr Kohle zu kriegen. Ja, ein paar Kanonentürme hier für die Luftabwehr. Und die habe ich noch nicht mal abgegradet. Also. So, jetzt gebt ihnen alles, was ihr habt. Helmut auf ihn ein.
Man soll keine Sonne mehr sehen. Das war's. Ich glaube, das war's. Drei Kerzen fürs habe ich verteidigt. Nee, mehr. Hier. Da oben sind es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 Kerne habe ich geschafft zu retten. Ich denke doch, oder? Es war zwar nicht ganz einfach, aber wir haben gesiegt. Ja. Ist ganz gut. Details. Aha, Punkte. Fortfahren. Alle gut, würde ich sagen an der Stelle. Und jetzt halt möchte ich mich natürlich von euch verabschieden, weil das konnte ich ja nicht machen, weil ich dachte ja gerade bei der Müllbeseitigung, dass es direkt mit der mit Level das Versteck weitergeht. Ist aber nicht der Fall. Also sage ich an der Stelle, ich hoffe, meine Müllbeseitigung hat euch gefallen. Und an der Stelle sage ich, tschüss, euer Tornado. Ciao.